Hallo zusammen, ich bin Elisabeth. Hallo, mein Name ist Thomas. Und ich bin der Robin. Ich bin Gustav, komme aus Berlin und bin seit 6 Monaten in Shanghai. Mein Name ist Raphael Kernersdorfer. Ich bin der Thomas. Ich bin der Sohn aus TU Darmstadt. Hi, ich bin Julia. Hallo, ich bin Anja Röhrer. Ich habe mich für die Tongji Dashi entschieden, weil es hier sehr viele Kooperationen gibt. Weil sie Teil meines Doppel-Bachelor-Programms ist und die Tongji selber fand ich sehr attraktiv. Auf der Suche nach meinem Masterprogramm erinnerte ich mich an meinen Professor, der mir schon im ersten Semester von dem Doppelmaster Humboldt Tongji erzählt hat. Und habe meiner jetzigen Frau auch davon erzählt, dass wir eine Partner-Uni in Shanghai haben. Wenn ich einfach auf die andere Seite der Welt reisen und das größte Abenteuer von allen erleben. Ich habe persönlich nach einer Challenge gesucht. Ja, bei mir war es auch relativ ähnlich. Ich war tatsächlich vorher noch nie groß im Ausland. Das heißt, ich habe mich da auch erstmal damit befasst, was gibt es überhaupt für Optionen. Technik von China kennenlernen. Ja, die TU Darmstadt hat eine Partnerschaft mit der Tongji, mit dem Double Degree Programm. Und ich dachte mir, das ist passend für mich. Ich studiere Corporate Management. Maschinenbau. Allgemein Maschinenbau. Mechatronik. Business Administration. Jura, ein Doppelmaster, rechtsvergleichendes Studium zum deutschen, chinesischen und europäischen Recht. Genau, wir studieren Maschinenbau. Ich studiere hier Fahrzeugtechnik und in Deutschland Maschinenbau. Master in Corporate Management mit einem Doppelabschluss nach Japan. Ja, kann ich das nochmal neu sagen? Ich habe mir erhofft, den Impuls von Shanghai kennenzulernen und mitgerissen zu werden in dem, ja, mit allen Leuten hier neue Kulturen kennenzulernen, auch vielleicht außerhalb von China. Und ja, neue Freundschaften zu schließen, um mich hier weiterzuentwickeln. Ich konnte mir extrem wenig vorstellen, wie das Studium in China sein würde. Ein bisschen Shanghai-Akzent lernen und Shanghai-Kultur erleben, also generell chinesische Kultur. Ich hatte sehr geringe Erwartungen bevor meines Aufenthaltes hier in Shanghai, weil ich zuvor mein Studium online begonnen hatte. Ich habe lustigerweise mir das Ziel gesetzt, keine Erwartungen zu haben. Dann haben wir uns aber auch schon mit alten Studenten hier unterhalten. Die haben auch gesagt, hier, lasst es euch einfach auf euch zukommen. Ich hatte die Erwartung, dass ich also ein gutes Praktikum bekomme, meine Heimat wieder kehre und meine Kultur ein bisschen kennenlerne. Was ich auch unbedingt wollte, ist eben eine andere Kultur kennenlernen, auch eine Mentalität eben. Ich habe versucht, vorurteilsfrei einfach in diesen Trip zu gehen. Mich von den verschiedenen Sachen zu inspirieren zu lassen und einfach zu schauen, was auf mich zukommt. Der größte Unterschied zwischen dem Studium in Deutschland und China ist die Zeiteinteilung während des Studiums. Die Kursgrößen. Ich komme heute aus der Vorlesung, in der wir zu 6 saßen. Meine erste Vorlesung im Jurastudium hatte ich, glaube ich, mit 600 Kommilitonen. Ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera sagen kann, aber auf jeden Fall Quantität statt Qualität. In Deutschland war es für mich wie so ein Job fast schon, die Universität. Ich gehe morgens in die Schule und komme abends wieder nach Hause und dann ist eben Freizeit. Hier ist es so ein bisschen mehr gemixt. Und Studium in Deutschland, ja, auch ein Großteil geprägt von der Corona-Phase leider. Von daher ist da auch viel online stattgefunden. An der Tongji eben deutlich größerer Campus, mehr Studenten. So, dass man in Deutschland mehr Verantwortung bekommt. In China muss man wirklich für seine Aufgaben kämpfen. Immer fragen, danach fragen, damit man etwas bekommt. Also in Deutschland ist alles sehr theoriebezogen, machen sehr viel mit Klausuren lernen und das alles. In China ist mehr praxisbezogen, man hat viel mehr Gruppenarbeiten. Dass man hier in China viel, viel, viel mehr Kontakt zu internationalen Leuten hat, dass man hier auch mit Chinesen zusammenarbeiten muss, dass man auch in der Gruppenarbeit selber sich mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen muss und verschiedene Arbeitsweisen kennenlernen. Es ist oft so, dass die Studenten halt, wenn sie sagen, sie können das auch selber lernen oder sie haben einfach jetzt gerade keine Zeit, dann gehen sie nicht in die Vorlesung. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass viel Anwesenheitspflicht ist und das ist ein Unterschied, der mir sehr auffällt. Prägendster Moment hier war eine Reise nach Harbin, waren Minustemperaturen von minus 20, 30, 40 Grad Celsius. Das heißt, der gesamte Fluss in der Stadt war eingefroren. Man konnte einfach von der einen Flussseite zu der anderen Seite über den Fluss laufen. Die Leute, die ich hier kennengelernt habe, mit denen habe ich so eine Nähe aufgebaut, die ich erst mit meinen deutschen Freunden erst nach 5, 6 Jahren aufbauen konnte. Das war schon so ein bisschen eine kuriose Geschichte, wo die Großeltern sagen würden, okay, wie kann ich überhaupt ohne Bargeld aus, aber ohne Bankomat auch noch dazu. Ja.
Ja, als ich nach China kam und noch kein chinesisches Bankkonto hatte und auch noch nicht mit Alipay oder WeChat Pay zahlen konnte, wurde ich tatsächlich ausgelacht, als ich mein Bargeld verwendet worden bin. Und ich wurde auch sehr, sehr komisch angeschaut. Mit einer Gruppe Studenten der Universität Dali auf der Straße sitzend und bis 2 Uhr morgens gesprochen haben, auf Chinesisch, vermutlich sehr gebrochen, sensationelle Stimmung. Wenn man gerade Chinesisch lernt und man probiert es, man studiert einen Satz vorher ein und mit voller Überzeugung präsentiert man diesen Satz und dann wird man mit dem einheimischsten Chinesisch begrüßt und man denkt sich so, ja, ich kann eigentlich kein Chinesisch sprechen und dann geht man doch zurück zu einem Übersetzer. Wir waren mal zusammen jetzt in Beijing, war insgesamt auch total witzig, wenn dann mal im Hotel als Tiere, als deine Nachbarn auf einmal dann Pfauen sind oder was hatten wir noch? Ein Reh hatten wir auch noch im Innenhof einfach, das rumgelaufen ist, also unglaublich. Genau. Sehr gut. Nice, das war's. Nice. Schön, danke. Danke. Danke.